Hallo Kryptofreunde und Kryptobegeisterte. Heute geht es um Bitcoin Cash in kurz BCH. In der Videobeschreibung ist wieder ein Link, wo ihr euch alle meine downloaden könnt für Prozessor und für Grafikkarte, welche ihr euch einmal runterladet jetzt und dann einmal bei euch entpackt. Diesen Ordner am besten auch in eurem Antivirenprogramm einmal freigeben, damit dieser nicht gesperrt wird. Hier denn für Prozessor, CPU, für Grafikkarten ab 4 GB Grafikspeicher und der 3GB-Ordner ist für Grafikkarten unter 4 GB Arbeitsspeicher. Dort geht ihr in den gewünschten Ordner einmal rein, so wie ihr meinen wollt. Auf der Start-BCR einmal Rechtsklick auf Bearbeiten und hier bei Your BCR Address gebt ihr dann einmal eure Wallet-ID ein. Wer noch keine Wallet hat, kann sich diese Wallet hier gerne runterladen, welche ich einmal oben rechts im Video verlinken werde und auch in der Videobeschreibung. Dort sucht ihr euch dann Bitcoin Cash einmal raus, klickt da einmal rauf, geht auf Receive. Einmal in die Bitcoin Cash Adresse einklicken, habt ihr die schon kopiert, dann geht ihr dort auf Einfügen, macht dieses wieder zu, speichert es und geht auf Start BCH. Dann fängt er auch schon langsam an zu minen. Ihr müsst den Phoenix Miner einmal freigeben, Zugriff zulassen, damit er in Ruhe seine Arbeit machen kann. Wenn ihr denn nachschauen wollt, wie viel ihr schon verdient habt, könnt ihr auf unminable.com gehen, sucht euch hier BCH Bitcoin Cash raus, fügt dort wieder eure Wallet-ID ein. Dann seht ihr auch hier, wie euer Stand ist. Die zahlen ab 0,009 Bitcoin Cash aus. Hier, wo jetzt steht, you have no workers online, wird nachher später euer Stand sein, in welcher Hashrate ihr meinen tut. Umso höher die Hashrate, umso schneller verdient ihr, umso höher ist der Verdienst natürlich auch. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Verdienen und bei den Kryptowährungen. Falls irgendwer einmal eine Frage haben sollte, ich bin über meinen Discord-Server, welcher auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, fast jederzeit erreichbar. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen, könnt auch mit anderen aus der Community gerne schreiben, untereinander helfen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Bitcoin Cash und bis zum nächsten Mal.